Hey Leute! Weil ich weiß, dass ich an dem Meer schlecht zu verstehen bin, komme ich mal ein bisschen näher an die Kamera. Wir befinden uns in der Wolkensteiner Schweiz. Wir haben hier 5 Klettersteige von Schwierigkeit B bis E. Die ersten 4 Klettersteige sind wahrscheinlich für jeden zu bewältigen. Und dann kommt es darauf an, je nachdem wie sauber man klettert, braucht man dann beim Yeti, das ist das Schwierigste, da führt dann auch so ein bisschen Überhang unten am Wasser entlang. Für den braucht es dann vielleicht auch mal ein bisschen Schummelei. Ne? Wer sich generell schon mit Klettersteigen auskennt, kann jetzt den Anfang überspringen. Ich blende euch mal die Zeitmarke ein und dann springt er da einfach hin. So. Generell braucht es fürs Klettern an Klettersteigen auch Schutzausrüstung. Als allererstes natürlich der Klettergurt, den müsst ihr angelegt haben. Ihr braucht so ein spezielles, Klettersteigset. Das bindet ihr hier vorne in die Schlaufe ein, auch kein Karabiner dazwischen oder so. Beim Klettern dann müssen immer beide, ich zeige euch das mal. So, eingebunden. Ne? Beim Klettern muss immer jeweils mindestens einer von beiden im Seil eingehangen sein. Also auch wenn so eine Stelle zum Umfassen ist, einer muss immer drin sein. Kletterunfälle passieren sonst an den Stellen. Ihr braucht natürlich einen Helm. Es kann passieren, dass ihr abrutscht, gegen die Wand schlagt und bewusstlos werdet. Deswegen, der hilft. Es kann auch passieren, dass von oben Steine runterfallen. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter, auch wenn ein Klettersteig wirklich die einfachste Form vom Klettern ist. Schutzausrüstung muss einfach sein. So, wer dann nicht ganz so sauber klettert und auch an Seil fasst, was den meisten Einfängern wahrscheinlich so geht, sollte sich ein paar Lederhandschuhe oder ein paar stabile Handschuhe einpacken. Aus den Seilen, da guckt immer mal so eine kleine Stahlfaser raus und dann kann man sich echt böse verletzen. Das macht keinen Spaß, deswegen habe ich die noch mit. Außerdem, weil es mir dann doch das Klettern einfacher macht, noch ein paar Kletterschuhe. Eigentlich sagt man für Klettersteige Zustiegsschuhe, also ein paar Wanderschuhe, die am besten über den Knöchel gehen oder Sportschuhe. Das reicht eigentlich, je nachdem, ich versuche so sauber wie möglich zu klettern und die machen das dann halt einfach einfacher, einen Tritt zu finden. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Bandschlinge mit, die dient einfach dazu, dass ich mich, wenn mich meine Kräfte verlassen, gerade unten am Yeti rechne ich fast damit, dass ich mich dann auch einfach mal ins Kletterseil einhängen kann. Ach ja, na genau, bevor ich es vergesse, wenn ihr das mit euren Kindern vorhabt, die Klettersteigsets, die sind von der Sturzlast für Erwachsene ausgelegt. Da drinnen ist eine kleine vernähte Bandschlinge quasi, die dann auseinandergeht und das Gewicht ist auf Erwachsene ausgelegt. Bei Kindern braucht es weniger. Es gibt auch welche, die sind dann dynamisch vom Gewichtsbereich ausgelegt. Beachtet das bitte, eure Kinder können sich sonst hier böse verletzen, denn ihr Muskel ist für ihr Muskelapparat ist für so einen Sturz noch nicht ausgelegt. Die können sich da echt böse Rückenverletzungen einfangen, wenn sie da plötzlich in dem Ding hängen. Ne? Ja gut, und ansonsten geht's jetzt los. Hier drüben, zack, ist der Zustieg. Erkennt ihr dort an dem Seil. Hier ist so ein bisschen Parkplatz. Ich zeige euch nochmal, wie es hier aussieht. Echt ein idyllisches Örtchen. Und dann gehen wir jetzt mal hoch ins Klettergebiet. Das ist übrigens die DAV-Wand. Zum Warmwerden traue ich mich an einen Artist. Den kenne ich schon, den habe ich mit in meiner Guide-Ausbildung quasi bei der Prüfungstour eingebaut. Den sollte ich in 10 Minuten oben sein. Thank you.
So, das war glaube ich die schwierigste Stelle, wenn man nicht ans Seil fasst. Der Rest müsste easy peasy sein. So,
Rest geht vorwärts. Irgendwie ist ein Griff. Ah. So. So, der Artist ist geschafft. Wir werden von dem Panorama hier belohnt. Gleich hier unten wäre eine Abseilstelle, wer das möchte. Oder es gibt zwei Wege, entweder hinten rum, da hinten unten oder oben rum. Oben das etwas länger und der hier unten, da bleibt man hier auch im Klettergebiet. Ne? Gut. Schöne Aussicht, oder? So, als nächstes habe ich einen Gipfelweg ausgesucht. Der beginnt dann quasi hier. Gradweg wäre dort vorne noch und hier unten ist der Yeti. Und da der die zweithöchste Schwierigkeit hier hat, habe ich mal meine Schuhe gewechselt. Noch nicht. Thank you.
So, ihr habt es gesehen, ich habe mal kurz sogar am Seil festgehalten. Kletterschuhe haben es mir definitiv einfacher gemacht. Ich bin noch nicht am Ende, ich muss jetzt hier eine Runde. Nee, nicht unbedingt. Mein Mann noch. Scheiße. Immer so hier mit der. Das ist so mit. Das ist so mit. Da kommst du dich hier auf die Felsen und zeigst. Braucht keine Angst. Nach dem Gipfelweg gehe ich jetzt zum Gratweg. Das ist so ziemlich der einfachste hier mit ein bisschen Entspannung. Gipfelweg war zu machen, klar. Spannend halt, dass man dann über den Gipfel drüber kommt und auf der anderen Seite nochmal runter muss.
So, kurze Pause, weil über mir war gerade noch jemand. Geil, oder? So, ich mache jetzt den Yeti, das ist das Schwierigste, der führt hier einmal unten rundherum übers Wasser und kommt hier vorne wieder hoch. Ich hoffe, die Actioncam macht mit, die ist jetzt gerade bei dem Gradweg ausgegangen. Mal gucken, der war leicht, den kann ich bestimmt nur noch mal klettern. Schauen wir mal, versuchen wir mal unser Glück, aber der Yeti, da habe ich bestimmt keinen Bock, das ist das Schwierigste hier, den mache ich nicht zweimal. Bye bye.
So, nur hier vorne, wo der Fels ist. Hier hinten. Warte. Hier unten hast du keinen Dreck mehr eigentlich. Nee, ich auch nicht. Aber das macht ihn halt so schwierig, ne? So, jetzt geht's nämlich schon los. Dass ich nicht weiß, wo ich mich festhalten soll, wenn ich sauber klettern möchte. Mach, nimm's Seil mit. Denke ich auch. Ja, mit Seil ist er entspannt. Da hätte ich auch keine Kletterschuhe gebraucht mit Seil. Ja, das ist halt so, wie ein Seil ist ja echt von der Seite, ne? Aber sagen wir auch bei der Messe müsste es ja nicht sein. Ja. Endlich mal gucken, ich muss da weiter runter, ne? Ja, ach du Scheiße, ja. Das wird echt spannend. Wohin hast du einen? Genau. Frische Kante. Na, komm her. Brauchst du die Bandschlinge hier? Untenrum. Ich habe mich am Seil untenrum festgehalten. Obwohl, obenrum geht natürlich auch. Ich bin untenrum. So, ich warte jetzt mal kurz, genieße die Landschaft.
Kling dich erstmal um. Noch ein Stück weiter hoch, noch ein Stück weiter hoch. Da ist eine Kante. Noch ein Stück hoch, hoch, hoch. Noch ein Stück hoch, 10 cm hoch, da ist eine Kante. Genau dort. Soll ich mal räumen? So, jetzt geht der schwierige Teil los. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier hochgekommen bin. Ich bin das letzte Mal hier hoch. Ich mach's mir einfach. Ja, ich habe mir am Seil hochgezogen. Oh, ich verlässt gerade massiv die Kraft. So, viel einfacher. Alles okay bei dir? Jetzt, weiter geht's. Oder? Jetzt hängst du wieder am Seil. So, jetzt hier noch hoch.
Ich rutsche. Scheiße. Aber das ist wirklich ein Klettersteig, wo ich froh bin, dass es hier ein Seil gibt. Ja, im Öffentlich-Rechtlichen. Oh. So, ihr habt gesehen, der war dann das Limit, bei dem ich dann auch Seil benutzen musste. Aber hey, das sind halt Klettersteige, die verzeihen sowas. Das ist, da geht es, glaube ich, immer um Spaß. Ne? Alle Fälle spannend, so viel Überhang. So, und jetzt suche ich mal einfach mal raus. Ich glaube, irgendwas im Berg, Bergweg, Bergrad. Der hier. Kleines bisschen.
fassen wir es mal zusammen, ne? Ich hoffe, ihr versteht mich bei dem Bär. Wir hatten die 5 Klettersteige, den Artist, der 25 Meter hoch geht, mäßige Schwierigkeit, oben mit schönen Griffen, mal ein kleines bisschen, naja, fast Überhang, aber gut zu bewältigen. Schwierigkeit BC. Wir hatten dann den Gipfelweg, das ist der zweitschwierigste, C bis D. Eine sehr glatte Wand am Anfang, dann die Schwierigkeit halt über die Kante zu steigen, auf der anderen Seite wieder runter. Ich habe mir da mit den Kletternschuhen das Leben wirklich einfacher gemacht bei dem schon. Dann hatten wir den Gratweg, der wahrscheinlich der einfachste ist. Ne? Da habe ich vor uns auch wieder Kinder steigen sehen, da drüben. Und ja, da geht schön, den kann man da ganz easy. In der Mitte hat man mal so eine kleine Plattform, da kann man sich mal ausruhen. Cooles Ding. Was hat man noch? Ja, dann habe ich mir den Yeti angetan. Schwierigkeit E, definitiv über dem, was ich nur am Fels klettern könnte, sodass ich quasi Seil zur Hilfe genommen habe. Hat trotzdem Spaß gemacht, ist schon was Besonderes über den Mühlgraben da drüber zu klettern, macht Laune. Was hat man dann noch? Den Bergweg, genau, 15 Meter, ein kurzer, kann man schön hochkraxeln, ist eigentlich kein Problem, ist keine hohe Schwierigkeit. Ne? Ja, ich fahre jetzt nach Wolkenstein zum Bahnhofsrestaurant. Das sind so alte Güterwagen, einer davon ist ein Bistro, der werde ich mir jetzt stärken, ich hoffe, die haben offen. Ansonsten viel Spaß beim Nachklettern, wenn ihr es euch noch nicht zutraut, bucht einen Kurs. Ich packe euch mal noch die Infos unten vom DAV und von dem privaten Blog, die ich mir vorher so angeguckt habe, da unten in die Videobeschreibung und auch meine E-Mail-Adresse, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, dann schaut mal rein. Bis zum nächsten Mal.